2001, Budapest. Vor 10.000 begeisterten Zuschauern findet im berühmten Schwimmbad auf der Margareteninsel die Europameisterschaft im Wasserball statt. Gastgeber Ungarn hat einige Monate zuvor bei den Olympischen Spielen in Sydney die 7. Goldmedaille seiner Geschichte gewonnen, gegen den üblichen Gegner, Russland. Eine alte Gewohnheit, manche sprechen sogar von Tradition. Zwischen den beiden besten Wasserballnationen der Welt, der früheren Sowjetunion und dem einstigen Satellitenstaat, besteht seit den Anfängen dieser Sportart eine große Rivalität. Zwei Stile, zwei Lebensweisen prallen aufeinander. Und diese Rivalität besteht nun schon 70 Jahre. Denn so lange kocht Ungarn bereits vergnügt sein eigenes Süppchen. Eine einzigartige Kunst, die wie selbstverständlich vom Vater an den Sohn weitergegeben wird. Alle Ungarn pflegen diesen Brauch, genau wie sich alle an ein berühmtes Spiel erinnern, den außergewöhnlichen Olympiasieg von 1956. Errungen vor dem Hintergrund von Krise und Revolution. Ein Sieg, den niemand vergessen hat. Schon gar nicht einige ältere Herren, die noch immer eine Sonderstellung genießen und von allen erkannt und respektiert werden. Die Ungarn haben Wasserball irgendwie im Blut. Wir sind immer unter den Besten, man muss immer mit uns rechnen. In Ungarn spielen enorm viele Kinder Wasserball, denn es gilt traditionell als Volkssport. Mein Vorteil im Becken war meine Schnelligkeit. Deshalb war ich 1956 auch Torschützenkönig. Ungarischer Wasserball war schon immer der Beste. Und auch die Mannschaft heute ist wirklich hervorragend. Vorläufer des Wasserball kommen aus Westeuropa, aus England, Belgien, Frankreich, Österreich und Schweden. All diese Nationen müssen später den Ungarn weichen, die schon bald Meister darin werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg bei dem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ost und West haben die herausragenden Leistungen Ungarns sicher dazu beigetragen, die Entwicklung der Ostblockländer zu beschleunigen, vor allem die der Sowjetunion. Die Schwimmbäder sind schuld daran. Dort ist Wasserball entstanden. Es ist ein Ort des Austausches und der Geselligkeit. Auf der Margareteninsel dreht sich alles um eine bestimmte Art und Weise, wie die Leute das Angebot der Thermaleinrichtungen nutzen. Und das nicht erst seit gestern. Man trifft sich, spielt Schach, trinkt Bier oder etwas Gehaltvolleres und sitzt dabei im Wasser. Die Ungarn haben die Regeln dieser Sportart entwickelt. Das mag einerseits mit dem Schachspiel zu tun haben, wie man das Feld und die verschiedenen Positionen darauf nutzt, und andererseits mit einem neueren Spiel, dem Zauberwürfel. Dieses Spiel war in den 70er und 80er Jahren nicht nur in Europa, sondern weltweit ein sehr beliebtes Geschicklichkeits- und Kombinationsspiel. Für Ungarn ist 1956 ein besonderes Jahr. 4 Jahre nach ihrer ersten Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Helsinki möchte die ungarische Wasserballmannschaft erneut siegen.
Die Olympischen Spiele in Melbourne 1956 waren besondere Spiele, weil genau zu dem Zeitpunkt eine Revolution bei uns stattfand. Wir verließen das Land damals unter großem seelischen Druck, da wir unsere Familien zurückließen, während russische Truppen ins Land einmarschierten. Stalin stirbt am 5. März 1953. Drei Jahre später hält sein Nachfolger Nikita Chruschtschow vor dem 20. Kongress der Kommunistischen Partei der Sowjetunion eine denkwürdige Rede, die an eine mögliche Liberalisierung der kommunistischen Regierungen glauben lässt. Nach den Polen erheben sich die Ungarn. Am 23. Oktober 1956 gehen die Menschen in Budapest auf die Straße. Die Liste ihrer Forderungen lässt sich auf ein Wort reduzieren: Freiheit. Die Demonstranten greifen die Wahrzeichen der kommunistischen Präsenz an, den roten Stern und das Standbild Stalins. Die Revolution unterbrach unser Training. Wir waren gerade in den Bergen und als wir herunterkamen, hörten wir Schüsse. Wegen des Aufstands wurde unsere Mannschaft aufgelöst. Die Ereignisse überschlugen sich. Wir waren sehr nervös und angespannt. Ich dachte darüber nach, ob wir bei all dem Aufruhr überhaupt zur Olympiade reisen sollten. Am Ende ließen die uns gar nicht aus dem Land. Ich war deshalb sehr aufgeregt. Manche wollten nicht gehen und Frau und Kinder allein zurücklassen. Letztlich sind die auch mitgefahren. Aber es gab unterschiedliche Meinungen. Man holte uns wieder zusammen und so fuhren wir angeblich nach Wien. Oder sogar 95% der Leute klatschten Beifall, als wir losfuhren und sagten: Berichtet dort allen, was hier los ist. Nur wenige waren damit nicht einverstanden. Aber man brachte uns nicht nach Wien, sondern nach Bratislava in der Tschechoslowakei. Wir galten als Revolutionäre und wurden in ein Lager gesteckt. Dort verbrachten wir die 2 Wochen vor den Olympischen Spielen ohne Schwimmbad. Wir hatten nichts zu tun und spielten Fußball. Wir erfuhren auch dort 1 oder 2 Dinge, obwohl man sie vor uns geheim hielt. Sie taten alles, damit uns keine Nachrichten erreichten und wir niemandem etwas mitteilen konnten. Wir durften nicht mal zum Training raus, weil ihnen das zu riskant war. Kurz darauf schließt sich die ungarische Armee dem Aufstand an. In den Kasernen verteilen Soldaten Waffen an die Revolutionäre. Am 29. Oktober ziehen sich die sowjetischen Truppen aus Budapest zurück. Zum ersten Mal gibt der Riese klein bei. In diesem Augenblick glaubt ganz Ungarn an seine Freiheit. Imre Nagy setzt sich durch und bildet eine Koalitionsregierung. Er kündigt freie Wahlen an, Ungarns erster Schritt zum Verlassen des Warschauer Pakts. Zeitungen erschienen, Theater öffneten, Schauspieler spielten. Der Kulturbetrieb kam in Gang und der Wiederaufbau begann, als wir am 30. Oktober losfuhren. Wir reisten mit der Gewissheit ab, dass alles in bester Ordnung war. Hier ist Prag, hier ist Istanbul. Das war unsere Route nach Melbourne. Wir flogen von Prag bis hier nach Melbourne. Hier ist das Ticket der französischen Fluggesellschaft. Kein einziger Geheimpolizist hat uns begleitet. Wir wussten schon so ungefähr, wer für wen arbeitet. Entweder sind sie abgehauen oder haben sich versteckt. Auch Funktionäre, die zum alten Regime hielten, durften nicht ausreisen. Auch für die Russen ist die Reise nach Australien enorm wichtig. Die Sowjetunion beschließt, wegen des ungarischen Aufstands Zurückhaltung zu demonstrieren. Seit den vielen olympischen Erfolgen 4 Jahre zuvor in Finnland ist dem Kreml der politische Einfluss seiner muskelbepackten Botschafter bewusst. In Melbourne ist daher Entspannung angesagt. Die sowjetischen Sportler sind zugänglich und zeigen der Welt ein gewinnendes Lächeln. Nach dem Vorbild von Wladimir Kutz oder dem berühmten Torwart Lew Jachine.
Einige Monate zuvor, am 26. Juli 1956, hat Ägyptens Staatspräsident Nasser den Suezkanal verstaatlicht. Am 29. Oktober, eine knappe Woche nach dem Beginn des Aufstands in Budapest, bilden Großbritannien, Frankreich und Israel, in der Annahme, die Sowjetunion sei durch den ungarischen Aufstand ernstlich aus dem Gleichgewicht geraten, eine Koalition und greifen Ägypten an. Doch vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ziehen die USA und die Sowjetunion an einem Strang und verurteilen die Intervention, die daraufhin ein klägliches Ende findet. Der Westen geht geteilt und geschwächt aus diesem Abenteuer hervor. Ungarn ist vergessen. Und diese günstige Gelegenheit lässt sich der Kreml nicht entgehen. Im Morgengrauen des 4. November marschieren sowjetische Truppen, die das Land nie wirklich verlassen haben, in Budapest ein. Der Aufstand wird blutig niedergeschlagen und János Kádár, Oberhaupt einer Gegenregierung. Der schöne Traum der Ungarn ist ausgeträumt. Danach herrschte zwischen Ungarn und Russland nicht mehr Revolution, sondern Krieg. Und den haben die Russen offenbar gewonnen. Wir erhielten die schreckliche Nachricht, dass halb Budapest in Trümmern liegt und ein großes Gemetzel stattfindet. Es gab wahre und falsche Meldungen. Wir hörten, Ferenc Puskás sei gefallen, aber dann stellte sich heraus, dass es nicht stimmte. Viele wahre und falsche Nachrichten waren im Umlauf, was uns sehr beunruhigte und verstörte, weil wir nicht wussten, was tatsächlich passiert war. Über die Familien daheim erfuhren wir sehr wenig. Abends konnten wir vor Sorge nicht einschlafen, egal wie müde wir waren. Wir dachten nur daran, wie es um Gottes Willen unseren Familien erging. Die Ungarn hatten großen Einfluss auf meine sportliche Entwicklung, denn das Wasserballspiel ist bei ihnen sehr weit entwickelt. Sie kennen geschickte Spielzüge und äußerst effektive Techniken. Wir sind oft nach Budapest gefahren und haben gemeinsam auf der Margareteninsel trainiert. Unsere Leistung bei diesen Trainingsspielen gab uns eine Messlatte vor, an der wir unser Niveau überprüfen konnten. Das hier ist Jarmati. Als sie hierher kamen, pflegten er und Markowitz engen Kontakt mit uns. Wir haben ihnen geraten, wohin sie fahren oder was sie kaufen sollten und so weiter. Bis dahin war unser Verhältnis ausschließlich sportlich geprägt gewesen. Ich habe die Ungarn immer sehr geschätzt und hatte nichts gegen sie. Und so verhielten sie sich auch mir gegenüber. Wenn ich in Budapest ein Geschäft betrat, hieß es immer, das ist Mischi, der Kapitän der Russen. Mischwenjeradze war ein weltberühmter Spieler, ein Goldjunge. Alle haben ihn bewundert, wir auch. Das hier sind Fotos meiner Freunde, Sport- und Clubkameraden. Das Foto hier liebe ich sehr. Ich trage es in meinem Herzen. Viele darauf sind zwar schwer zu erkennen, aber es sind große Spieler aus meiner Zeit. Das hier sind die Russen, sehen Sie? Das hier sind die Russen und das die Jugoslawen. Man bereitete uns vor und warnte uns, dass wir nach Australien fahren würden, mit dem wir keine diplomatischen Beziehungen hatten. Das hat durchaus Eindruck auf uns gemacht. Wir wurden angewiesen, keinen Kontakt mit den Russen zu pflegen. Aber ich habe es trotzdem getan. Warum sollte ich einem Sportskameraden wegen der politischen Ereignisse nicht die Hand schütteln, dem ich sonst 15 Jahre lang immer die Hand gegeben habe? Vor diesem politischen Hintergrund entzündet am 22. November 1956 der junge Australier Ron Clark das olympische Feuer. 3.200 Athleten haben sich auf dem Melbourne Cricket Ground zu einem grandiosen Fest eingefunden, dem auch die englische Königin beiwohnt. Mehrere Länder sind nicht angereist. Ägypten, der Irak und der Libanon wegen der Suezkrise, die Niederlande, Spanien und die Schweiz wegen der dramatischen Ereignisse in Ungarn.
Schon beim Einmarsch ins Stadion bei der Eröffnung der Spiele erhielten wir größere Ovationen als die australischen Gastgeber. Ich stand mit Leib und Seele hinter der Revolution und war Präsident des Revolutionskomitees der Olympiamannschaft. Als wir in Melbourne landeten, trug ich eine Flagge mit Trauerflor und herausgeschnittenen kommunistischen Symbolen. Auf unserer olympischen Flagge wurde Trauerflor angebracht. In Erinnerung an die Ereignisse in Ungarn. Diese Flagge begleitete die ungarische Mannschaft während der gesamten Olympiade, bis zur Schlussfeier. Dann wurde sie nach Hause gebracht und ein Mitglied der olympischen Mannschaft versteckte sie. Erst Jahre später ist sie wieder aufgetaucht. So habe ich sie 33 Jahre lang aufbewahrt. Hätte man sie bei mir gefunden, hätte ich sicherlich Unannehmlichkeiten bekommen. Wir waren nicht in Form. Nach zwei Wochen Untätigkeit waren wir einfach nicht in Form. Deshalb einigten wir uns auf eine sehr konservative Spielweise. Es war ein neues Spielsystem, das Markowitz noch vor der Olympiade 56 erfunden hatte, das sogenannte Zonenspiel, was heute noch gespielt wird. Wir sagten unserem Kapitän Béla Rajki, wir würden alles für olympisches Gold geben. Es hieß immer, Sport sei unabhängig. Aber Sport war auch eine Ideologie und Ideologie ist immer mit Politik verbunden. Also war Sport doch politisch und somit waren sportliche Triumphe immer auch politische Siege. Ein guter Freund von mir sagte einmal, ein Olympiasieger sei mehr wert als 10 Diplomaten. Wir wussten, wir würden gegen Ungarn spielen, aber das hatten wir ja bereits 10 bis 15 Mal gemacht. Nicht nur ich, auch alle meine Jungs waren der Meinung, dass Unrecht geschah. Für mich war es unerklärlich. Mal marschierten wir hier ein, mal in der Tschechoslowakei. Heutzutage besteht darüber kein Zweifel mehr. Es ist klar, dass wir viel Unrecht begangen haben. Wir verabscheuten die Russen und sie verabscheuten uns. Und so kam es im Finale zum Eklat. Die Zuschauer waren wirklich ungarnfreundlich. Seit Beginn der Olympiade waren wir ja, wie soll ich sagen, die Stars oder besser die Wunderkinder, die aus dem revolutionären Ungarn zu den Olympischen Spielen gekommen waren. Wir waren sehr populär, die Russen dagegen überhaupt nicht. Das Spiel hatte einen politischen Inhalt, denn hier traten zwei Mannschaften direkt körperlich gegeneinander an. Läufer hingegen laufen nur nebeneinander her.
Wir hatten vorher abgesprochen, es während des Spiels zu keiner Schlägerei kommen zu lassen. Das ist allerdings misslungen. Wir haben uns zwar in der ersten Halbzeit nicht geprügelt, mussten aber viel einstecken, weil die Sowjets sehr hart gespielt haben. Das war zwar normal, aber bei diesem Match war es schon extrem. Wahrscheinlich hatte man ihnen erzählt, wir seien die Bösen und was wir mit sowjetischen Soldaten anstellen würden. Aber das ist natürlich nur eine Vermutung. Natürlich sollten wir gewinnen, aber nicht um jeden Preis. Es ging nicht um die Vernichtung der Ungarn. Wir hatten einen Aufpasser, der alles kontrollierte und der sehr darauf bedacht war, dass keine Konfrontation entstand. Aber sie sorgten von Anfang an für Spannungen und das Spiel lief irgendwie falsch. Es war nicht leicht. In der Pause sagten wir zu Béla Rajki, dass es so nicht funktionieren könne, wenn wir nur Ohrfeigen kassieren und nichts davon zurückgeben dürften. Er meinte, wir sollten in der zweiten Halbzeit so hart spielen, wie es die ungarische Schule lehrt. Unter der Maßgabe, dass der Schiedsrichter es nicht sieht. Es ist schwer zu sagen, wer als Erster damit angefangen hat. Aber meiner Meinung nach war es Dzsamati. Er leitete das ungarische Revolutionskomitee. Und sie wollten protestieren. Nicht gegen uns persönlich, aber gegen die russische Mannschaft an sich. Um mit dem Protest anzufangen, brauchten sie eine Prügelei. Die Zuschauer auf den Tribünen, ebenso wie die Presse, waren auf der Seite der Ungarn. Die Atmosphäre war antisowjetisch. Die Ungarn waren die Opfer. Man hatte Panzer gegen sie eingesetzt. Und dies war nun die einzigartige Gelegenheit für die Ungarn, ihre Haltung der russischen Mannschaft gegenüber zu demonstrieren. Wir spielten unter neutralen Bedingungen ein großes Match gegen die Sowjets, das wir 4:0 gewonnen haben. Es war kampfbetont, aber auch nicht mehr als bei anderen Begegnungen. Beim Spielstand von 4:0 hatten die Russen die Nase voll und wurden handgreiflich. Das Spiel hätte 4:0 enden können, ohne dass etwas passiert wäre. Retesből indul ez az újabb magyar támadás. A szép játék méltán arat tetszést a zsúfolt uszodában. És most egy nagyon szép magyar gól előzménye. Plötzlich, unter den Augen des Schiedsrichters, drehte sich einer um, der mit dem Rücken zu mir schwamm. Ein Linkshänder, ich weiß es noch genau, und schlug mir mit der linken Hand ins Gesicht. Kárpáti Gyuri milyen gyönyörűen úszik fel, körülnéz, beteszi középre a labdát. Ott két világnagyság, Gyarmati Dezső és Misvenyi Ádze küzd egymással. И вот когда это произошло, это как магнит. Das war der Auslöser für eine große Prügelei. Kein Wasserballspiel mehr, sondern Boxen in Paaren. Und keiner wusste genau, wer wen schlug. Dann ging er raus, durch das Tor, weg vom Becken, ich hinterher. Gut, dass ich ihn nicht erwischt habe, sonst wäre etwas Unverzeihliches passiert. De most Misvenyi Ádze teszi előre a labdát, Boros kiúszik, az övé. Markowitz hat mich aufgehalten. Mishi, er nannte mich Mishi, Mishi, was du da machst, ist kein Sport mehr. Das hielt mich auf. Alle anderen prügelten sich weiter. In diesem Moment hörte man einen Schrei, als ob jemand getötet würde.
Ein Schrei und alle haben aufgehört, sich zu prügeln. Es wurde still und alle schauten hin. Ein Ungar, Sador, hatte mit unserem Spieler Prokopov gerungen. Als Sador aus dem Wasser auftauchte, war sein ganzes Gesicht voller Blut, als hätte ihm jemand den halben Kopf abgerissen. Es gibt Fotos davon. Anscheinend hat Prokopov ihn unter Wasser mit dem Knie oder der Faust getroffen. Als der Arme sein Blut sah, dachte er, er müsse sterben. Als wir es gesehen hatten, haben wir sofort aufgehört zu kämpfen. Niemand wusste, was er tun sollte und wie es überhaupt passiert war. Und als Sador so dastand, bekam es Prokopov auch mit der Angst. Keiner wusste, was er in dieser Situation tun sollte. Das Spiel war noch nicht zu Ende. Der Schiedsrichter pfiff, die Zuschauer schrien im Stehen. Doch dann wurde das Spiel abgepfiffen. Sajnálatos az volt az egészben, hogy a befejezés előtt 3 másodperccel történt, hogy a szovjet hátvéd fordulásból szájon vágta a Zádort. Ez többször előfordul mérkőzés közben. A fotoriporterek azok mindig a szenzációra várnak, és itt is rögtön ott voltak, fényképezték a Zádort. De utána, amikor az orvos letörölte a szeméről a vért, és látszott, hogy egy kis hasadás van, csak azt már nem fotózták le. Eigentlich kann ein Trainer nach so einem Spiel nichts anderes sagen, als das, was Béla der Weltpresse gesagt hat. Ganz von ungefähr kam das alles aber auch nicht, denn wie gesagt, wenn der Schiedsrichter mal nicht hinsieht. Es war ganz schön blutig. Die Zuschauer schüchterten den Schiedsrichter ein und er brach das Spiel frühzeitig ab. Anderenfalls wäre die Prügelei wirklich zu heftig geworden. Die Zuschauer umstellten das Schwimmbad und die Russen konnten nicht mehr aus dem Wasser. Sie wollten die Russen lynchen, deswegen wurde die Polizei gerufen. Das Ganze endete dann damit, dass die russische Mannschaft unter Bewachung in ihre Kabine gebracht wurde. Az orosz csapatot kivitték, bevitték az öltözőbe. Man fing an, uns nacheinander rauszubringen. Aber wir teilten uns auch den Umkleideraum mit den Ungarn. Und weil man Angst hatte, wir würden weiterhin aufeinander einprügeln, trennte uns eine Kette von Polizisten. Wir haben rasch unsere Sachen gepackt und sind gegangen, ohne wirklich zu verstehen, was passiert war. Man hat das Publikum 1,5 oder 2 Stunden beruhigen müssen. Da waren wir aber schon nicht mehr da. Die Polizei hat uns in die Busse begleitet und wir sind weggefahren. Sador musste medizinisch versorgt werden. Die dramatischen Umstände des Vorfalls wirbelten viel Staub auf. Die Titelseiten sämtlicher Zeitungen waren voll davon. Es gab viele Fotos in Zeitungen und Zeitschriften. Ich habe einige mitgebracht, obwohl es nicht erlaubt war. Das ist sein Foto. Sador war ein sehr guter, talentierter Sportler. Sein weiteres Schicksal ist mir unbekannt. Ich glaube, er lebt nicht mehr. Ich habe es ihm nie vorgehalten, im Gegenteil. Sein Schlag hat mir in den letzten 40 Jahren einige sehr angenehme Momente beschert. Dieser Sador, das ging um die ganze Welt. Auch heute noch ist es ein Thema. Wo immer wir in der Welt auch hinkommen, kommt es sofort zur Sprache. Letztlich wurde aus diesem sogenannten revolutionären Konflikt im Wasserballspiel zwischen der Sowjetunion und Ungarn eine politische Affäre gemacht. Er war wütend und schlug mich. Vermutlich hatte er mehrere Gründe dafür. Erstens, weil ich Ungar war. Zweitens, weil sie das Spiel so gut wie verloren hatten. Und drittens, weil ich ihn beschimpfte. Das führte zu Frustration. Er hat mich sicher nicht wegen der politischen Situation geschlagen. Manche sagen, wir hätten mit der Prügelei angefangen. Aber das ist nicht wahr. Wir hatten sie lediglich ein wenig provoziert. Wir wollten, dass sie wütend wurden.
Das erreichten wir nicht über körperliche Angriffe, sondern durch abfällige Kommentare und Sprüche. Wir wussten, dass Wut zu einem Nachlassen der Konzentration auf das Spiel führt und unkoordinierter Kampf in den Vordergrund rückt. Der Schlag, der mich traf, kam übrigens gar nicht von dem Spieler, den ich deckte. Bolvaris Trommelfell war nach einem Schlag seines direkten Gegners eingerissen und deshalb fragte er mich, ob ich dessen Deckung übernehmen könnte. Prokopov wurde mir zugeteilt, weil er ein grober, harter Spieler war. Er kam erst im letzten Moment durch Einwechslung an die Reihe. Ich machte einen verhängnisvollen Fehler. Ein Pfiff ertönte, aber ich wusste nicht warum, also drehte ich mich zum Schiedsrichter. Prokopov schoss gerade aus dem Wasser und stürzte sich auf mich. Dann sah ich nur noch Sterne. Ich bin also eigentlich auch mit Schuld daran. Wir haben das russische Team danach nur einmal wiedergesehen, und zwar bei der Siegerehrung. Die ungarische Nationalhymne wurde gespielt, wir standen ganz oben, sie zwei Stufen tiefer. Mein Angreifer stand unter mir. Ich sah ihn an und sagte, was immer auch passiert ist, du stehst da unten und ich hier oben. Das ist Diamati, der Kapitän der Mannschaft. Er steht auf dem Siegerpodest. Sportzeitungen, Paris Match und viele andere französische Zeitungen haben darüber geschrieben. Der Vorfall hat mir in den Jahren danach zwar einige interessante Möglichkeiten eröffnet, aber ich hatte dabei ein schlechtes Gefühl, denn es ging immer nur darum, dass ich geschlagen worden war. Nie um meine sportliche Leistung und den Gewinn der Goldmedaille. Ja, ich habe später auch Goldmedaillen gewonnen. Aber diese Bronzemedaille hat für mich einen höheren Wert als die späteren Goldmedaillen. Nach den Spielen setzte ich mich in Melbourne mit einem gewissen Herrn Green in Verbindung und bat ihn, für uns eine Tournee durch die Vereinigten Staaten zu organisieren. Wir spielten gegen die besten amerikanischen Mannschaften, 20-0, 22-0 und so weiter. Es wurden Demonstrationswettkämpfe mit uns veranstaltet. Ich hatte es weder geplant noch mit meinen Eltern besprochen. Sie waren in Ungarn, genau wie mein Bruder und meine Freunde. Aber als ich erfuhr, dass die Revolution gescheitert war, beschloss ich nicht zurückzukehren. Und das habe ich dann bekannt gegeben. Von San Francisco aus sind wir nach Miami in Florida gereist und wieder zurück. Dabei haben wir jeden Tag ein oder zwei Matches gespielt. Es war interessant. Wir haben mehr von den Vereinigten Staaten gesehen als die Amerikaner. Die Einnahmen gingen an einen ungarischen Freiheitsfonds. Wir haben einfach nur teilgenommen. Es war genau genommen eine Sportrundfahrt, aber mit propagandistischem Ziel. Ich kehrte mit der olympischen Mannschaft nach Hause zurück, aber wir wussten alle, dass einige in den USA bleiben wollten. Ich denke, Sie waren der lebende Beweis dafür, dass man in Ungarn besser lebte als in den USA. Deshalb hat man sie bestimmt sehr gut empfangen.
Ich war verliebt und wollte heiraten. Manch einer war noch jung und wollte weiter Wasserball spielen. Also kehrten 10 bis 20 Leute aus verschiedenen Gründen zurück. Der Rest ist in Amerika geblieben. Die meisten davon sind noch am Leben. Wenn man aus einem kleinen Land kommt und am 23. Dezember auf dem Flughafen von San Francisco mit all seinen Lichtern landet, geschieht etwas mit einem. Dann die Fahrt in einem Cadillac Cabrio die Bucht entlang, über die Brücke, zu einem Hotel, wo ein großer Empfang stattfindet. Und überall diese Lichter. In dem Augenblick habe ich mein Herz an San Francisco verloren. Mir war völlig klar, dass ich von nun an nie mehr woanders würde leben können. Hinterher hat mich vor allem unsere Seite zur Rechenschaft gezogen. Ich könne die Mannschaft nicht führen und man solle auch die linke Seite hinhalten, wenn man auf die rechte geschlagen wird. Du hast die Mannschaft außer Kontrolle geraten lassen. Man hat die ganze Schuld auf mich geladen. Vielleicht war ich wirklich schuld gewesen. Unterdrücker sind nie beliebt. Und sie waren Unterdrücker. Deswegen waren bei uns die Russen eigentlich nie beliebt. Nicht nur wegen 1956, sondern wegen der gesamten vergangenen 40, 45 Jahre. Einfach weil sie da waren. Das ungarische Volk konnte nicht frei leben. Wir durften nicht reisen. Solche Maßnahmen sind die Hauptursache dafür. Ich hänge es nicht raus. Ich rede nicht über mich selbst. Ich freue mich darüber, dass ich Olympiasieger geworden bin. Darüber freue ich mich wirklich. Ich bin stolz darauf, aber ich gebe nicht damit an. Wenn ich jemanden auf der Straße treffe, stelle ich mich nicht vor mit: Ich bin Kalman Markowitz, der Olympiasieger. Für mich ist das ganz normal. Verstehen Sie? Ich ziehe daraus so viel Nutzen wie möglich. Es war schön, es war gut. Aber alles vergeht. Alles hat ein Ende. Das ist für mich die Lehre dieser Sportgeschichte. Aber es war schön. Ganz ohne Zweifel.